Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind die Jugendlandwirte. Ihr seht schon im Hintergrund unseren Trecker. Wenn ihr euch fragt, was das für einer ist und was wir für Maschinen haben, dann bleibt dran. Bis gleich. Emilio ist natürlich auch mit dabei. Und wir haben morgen erstmal. Philipp ist auch noch da. Moin. Und genau, jetzt gibt es eine kleine Maschinenvorstellung von unseren ganzen Maschinen. Genau. Wir bauen schon mal auf und dann sehen wir uns gleich. Morgen erstmal von meiner Seite aus. Ich will euch jetzt den Träger vorstellen, und zwar ist das ein Kubota B7001 mit Allrad und hat 18 PS und 14 PS hier hinten in der Kardanwelle. Das kann man hier, das ist die Kardanwelle. Genau. Und ja, ich kann euch den ja mal kurz aufmachen hier. So. Und so. So. Genau, das verbirgt sich dahinter. Hat einen 15 Liter Tank. Ja, und hier kann ich euch auch noch mal die ganzen Hebel und so erklären. Hier vorne. Genau, das hier ist natürlich der Zündschlüssel. Das hier ist die Anzeige zum Vorheizen. Das ist die Hupe. Ist ja alles auch beleuchtet. Das ist die Öllampe. Das ist das Licht. Das ist der Blinker. So, hier unten ist die Kardanwelle. Die ist zum Beispiel zum Mähen oder zum. Ja, zum Mähen, zum. Hecke schneiden zum Beispiel. Hecke schneiden. Ja. Und hier kann man noch langsam und schnell Modus machen. Hier ist Allrad an und aus. Hier ist Differentialsperre. Ja, das hier ist die Bremse, das ist Gaspedal. Und hier ist die Kupplung. Genau, das war es dann eigentlich auch schon. Achso, ja genau. Und hier ist noch der Hebel für die Heckhydraulik. Ja, das war's. Tschüss. Ich mache mal am besten weiter mit unserem kleinen Traktor für den Kubota, den ihr gerade eben ja schon erklärt bekommen habt. Größenanbaugerät. Und zwar ist das, also ich würde sagen, das ist das größte, oder? Oder Sortiermaschine? Na, nee, ist das größte. Ja, genau, ist der größte. Auch von den Breiten her und Längen ist genau, das größte. Genau, das ist ein Grubber, ein ganz normaler Federzinkengrubber mit einem Nachläufer, mit einer Walze. Der ist 1,20 Meter breit und viel, viel mehr dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Der hat, wie heißt das denn? Wie viel hat er? 7 Zinken. Und genau, das ist eine Stab-Igelwalze. Und genau, man kann den hier noch hinten an der Walze verstellen, aber viel mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Ja, genau, und man kann das hier auch noch abbauen. Das kann man auch noch separat an Trecker hängen, wenn man möchte. Aber ist eigentlich immer relativ unnötig, weil das wiegt nicht ganz so viel wie der gesamte Grubber. Und deswegen läuft es eigentlich immer nur auf dem Feld drauf und nicht im Acker sozusagen. Und ja, jetzt seht ihr schon das nächste. Moin Leute, jetzt bin ich wieder dran. Wir wechseln uns hier mal ab. Genau, jetzt kann ich euch unseren Schlegelmulcher erklären. Genau, der hat 130 Kilo wiegt der. Und ja, der braucht so, also unser Trecker kann den so gut ziehen. Also so ganz knapp so 13 PS braucht er. Ja, wenn ein Maulwurfhügel kommt oder sowas, dann wird's, dann sieht man. Dann ist hier vorne der Auspuff, kommt eine schwarze Wolke raus, aber naja, es geht noch. Also man hält sich noch in Grenzen. Ja, genau, wie hier hinten haben wir fast wie beim Grubber, haben wir auch eine Walze. Ja, die kann sich jetzt natürlich nicht drehen. Aber genau, die ist halt um Erde und so und alles nochmal schön platt zu drücken. Ja, und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, hier sind halt die ganzen Fettnupsis. Genau. Wir können ja sonst irgendwie. Ja, eigentlich mehr gibt es nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir bauen den gleich mal an. Und dann zeigen wir euch den nochmal von unten. Ich glaube, das ist am besten, ne? Ja. Eine Sache hier nochmal, guck, das hier kommt dann in den Trecker hinten rein, das was wir euch eben schon gesagt haben. Kardanwelle hier, wir können es ja noch einmal schnell zeigen hier. Jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Kleinsten. Wir arbeiten uns vom Größten weiter runter aufs Kleinste. Also ihr seht, es ist auch nicht schwer, ich kann das komplett hochheben. Aber genau, es ist ein Einschlafflug. Ganz normaler Einschlafflug, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Was wiegt der? Ich schätze mal 40 Kilo. Na, 20 eher. Na, ja, so zwischen 20 und 40 Kilo. Na, der wiegt echt nicht viel. Also, den kann man hier echt von Hand hochheben. Also, genau. Eigentlich gibt es noch nicht mehr so viel zu sagen. Hier ist das Stützrad.
Das kann man hoch und runter drehen. Erkennt man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber genau, jetzt kommen wir noch zu den letzten zwei Anbaugeräten. Und dann sehen wir uns danach. Bis gleich. Na gut, jetzt sind wir hier auch schon beim drittletzten Anbaugerät. Ja, das ist hier eine vollautomatische Kartoffelsetzmaschine. Genau, wiegt so um die 200 Kilo. Und ja, hier unten kann man sehen, hier wird die Spur gerissen. Also hier wird halt die Spur gerissen, dann wird das hier mit den Rädern angetrieben. Und dann fallen halt hier über dieses Fließband, werden die hier hochgetragen. Ich sag noch einmal kurz was. Das Förderband oder Fließband, wie auch immer man es nennen will, wird mit den Rädern angetrieben. Das kann man hier unten vielleicht noch so, also erkennt man jetzt wahrscheinlich nicht gut. Ah, hier sieht man. Hier das Zahnrad da, hängt es drin und das treibt es an, genau. Da liegen die ganzen Kartoffeln drin. Also jetzt machst du am besten mal weiter. Ja, genau. Also hier liegen halt die Kartoffeln drin, die werden hier hoch befördert, fallen dann hier durch und in unseren vorgezogenen Riss rein. Genau, und dann hier hinten kann man sehen. Warte, ich zeige euch das einmal kurz genauer, wenn ich hier einmal durchkomme. Genau, hier hinten ist ein Trittbrett, da stehe ich dann meistens drauf. Genau, und das, falls dass hier, die hier auch wirklich drauf ja, sind. Und falls hier zwei sind, das soll ja, muss ja, ja genau. muss ja nicht sein. Und hier wird dann halt die Reihe wieder zugemacht mit den schicken Dingen. Genau, und hier fallen dann halt die Kartoffeln unten raus in die Reihe und wie schon gesagt, das macht dann die altbekannten Dämme. Ja genau, das war's dann eigentlich schon und dann kommen wir zum nächsten. Leute, jetzt habe ich die Ehre, unseren fetten Flug, unseren fetten Zweischer-Wendeflug zu machen. Den habt ihr ja schon einmal gesehen. Genau, das Ding wiegt auch eine ganze Menge. Ich schätze mal, steht hier jetzt leider nicht drauf auf dem Typenschild. Ich sag euch gleich nochmal genau, was das für einer ist. Ich schätze mal, der wiegt 450 Kilo bis 500, wenn ich irgendwie falsch liege und es irgendwer besser weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Genau, Zweischer-Wendeflug, man reißt einmal mit Kraft hier ran, dann löst sich, guck mal hier, ich film mal hier rauf, dann löst sich dieser Splint, der geht dann raus, warte mal, ich kann ja einmal hier ein bisschen ziehen, und da sieht man, der löst sich, und da hier das fest ist, zieht das hier den Zylinder rum, der ganze Flug dreht sich und es rastet hier dann wieder ein, dieser Zylinder rastet dann auf der anderen Seite ein, genau. Den kann man hier im Fahrwerk selber komplett alles verstellen. Der wurde komplett neu aufpoliert und restauriert von dem Vorbesitzer. Und es ist, falls es jemanden interessiert, der John Deere Lanz, also das ist der RB300 von der Firma John Deere Lanz AG. Genau, das ist die Nummer 2277. Das interessiert jetzt wahrscheinlich keinen so richtig. Ja genau, zeig noch einmal genauer. Hier sieht man RB300. Hier sieht man noch ein bisschen das AG. Ja genau, das ist auch keine Werbung. Also nicht, dass ihr das denkt, wir werden dafür nicht bezahlt. Natürlich. Noch nicht. Genau, jetzt kommen wir schon zum letzten, zum Anhänger. Und dann sehen wir uns gleich. Ja genau, das hier ist unser Anhänger. Sorry nochmal für das Licht, den können wir jetzt nicht reinschieben, aber ich hoffe, man sieht alles. Ja genau, denn der Akku ist schon fast alle, wir müssen das jetzt ein bisschen sputen. Genau, ja, der Anhänger, der kann 650 Kilo ungefähr tragen. Ja, so um den Dreh, so 600, ne? Ja genau, der hat hier hinten Licht. Ein Achser, genau, hat hier hinten Licht. Kann man hier ganz einfach aufmachen. Warte. Jetzt hängt er hier. So, ja, jetzt. So. Man kann das ganze Ding auch rausnehmen. Und ja, ich würde sagen, ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt es hier nicht so zu sagen. Das ist Kugelkopf, falls das jemand interessiert. Das ist ein Kugelkopf. Ne? Hier auch noch hier für die Elektrikanschluss. Und genau, bald kommt noch ein neues Anbaugerät. Also zwei werden noch folgen. Die werdet ihr noch sehen. Und zwar noch ein Grubber. Und die Kamera ist aus. Ne, die Kamera ist noch an, aber so. Das Licht ist aus. Also alles. Und eine Kartoffelsortiermaschine. Das werdet ihr bald sehen. Wir sehen uns bald. Tschüss. Ja, Leute. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr freuen über ein Abo und wenn ihr die Glocke aktiviert. Und über ein Like würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.